Tan Wegenast. Hallo. Also, das ist nicht auch, wenn ihr bei einer Comedy-Show seid und der Typ stellt eine Frage und ich weiß nicht, ob sie rhetorisch ist oder nicht. Nein, ich eigentlich wollte mit mir reden über die Vorbildfunktion. Weil ich war gestern an einem Konzert gesehen und da hat ein Dude sehr gut Musik gemacht und er hat ein Lied gehabt über eine traurige Begebenheit von einem Baby, das explodiert oder gestorben ist, irgendetwas. Und ich bin nach dem Konzert mit ein bisschen zu reden gekommen und eine Kollegin hat gefunden, hey, er macht hier Sachen, er hat morgen einen Auftritt und so, er hat mal ein Bit gehabt, über ein Baby aus einem Busfenster werfen. Und ich habe nicht gerne die Position, wo ich da reingerückt werde. Es ist schwierig für das Brot zu argumentieren, oder? So, ja, schon, aber nur böse Babys. Also, ja, du siehst den Ansatz nicht mehr. Aber dann habe ich mir überlegt, ja, jetzt, wo ich schon so hier ab und zu mit euch ein bisschen rede, was möchte ich eigentlich repräsentieren? Und dann habe ich mir mit den Vorstellungen, von wie man sein soll und wie cool soll. Dann bin ich natürlich zuerst an die Actionhelden gekommen, so eine Foltmaschine, die Haare am richtigen Ort, Blütentestosteron. Und ich muss sagen, ich habe ein bisschen Mühe mit den Jungs, weil es ist etwas falsch mit einem Charakter, der in 9 von 10 Fällen, wenn er einen Stift in der Hand hat, damit jemand absticht. Das ist nicht super. Wieso muss immer jemand eine Ein-Mann-Armee sein? Kann man nicht ein Ein-Mann-Waisenhaus sein? Oder ein Ein-Mann-NGO oder irgendetwas? Sauerei. Und es wird immer erwartet, dass der Mann die aufgeklärte Seite ist von dem Ganzen. Immer wenn irgendein Mädchen kommt und voll den weird Fetisch hat, du fragst ja schon mal, dass du denkst, sagen, ja, was? Ich muss sagen, ich bin nicht so aufgeklärt. Das erste Mal, wo meine Freundin, also jetzt, gefunden, hat gefunden, etwas von erogenen Zonen habe ich gefunden, ah, Paris, vom Pont Neuf bis zum Arc de Triomphe, eine Stadt. Nein, wir sind nicht mehr zusammen. Dann, also bin ich dort nicht weitergekommen und dann habe ich gedacht, was ist eigentlich das Ziel, was möchte man werden? Und ich bin darauf gekommen, nicht der älteste Mann der Welt zu werden, aber doch so zumindest der älteste im Jahrgang. Was wollen die Leute noch sagen? Die sind ungefähr vom gleichen Informationsstand gekommen, aber haben es am weitesten geschafft. Plus, es hat andere Vorteile. Niemand kann ihn mehr aufhalten. Du kannst alle belächeln. Alle, die du kennst, sind tot. Das Ding ist, es ermöglicht auch viele Optionen. Du kannst ein Kind adoptieren mit dem ältesten Wert, den es hat. Es kommt in die Schule, lebt in den 50er-Jahren. Das ist wirklich awesome. Plus, es ist nur noch eine Frage von Logistik, einen Thron aus den Knochen von seinen Feinden zu machen. Weil sie alle tot sind. Du musst niemand mehr umbringen. Alright. Aber das Problem an dieser ganzen Angelegenheit ist, dass man recht viel Shit machen muss, für das man der älteste Mann wird. Und in meinem Fall das eine oder andere aufgeben. Und ich habe schon beim Schreiben darüber gemerkt, das ist fucking langweilig, wir machen das nicht. Darum habe ich gedacht, ich will schon nicht den Lebensstil ändern, sondern also wenigstens die Semantik von dem Lebensstil ändern. Yes! Und das Beste daran ist, ich tue nicht mehr rauchen, ich tue extrem atmen und gleichzeitig auf die Luftverschmutzung in China herweisen. Ich tue nicht fressen wie ein Hohle, ich protestiere gegen das ungesundes Body-Image der Männer. Ich tue nicht saufen, ich mache einen Brain Cleanse. Und anstatt dass ich im Bus hinter mich stehe und mich liebevoll mit Chupa Chup ins Hinterhaar drehe, während ich es G auf meiner Panflöte spiele, muss ich meine Medis noch bis 10 zählen, weil das ist meine Bewährungsauflage. Aber das Ding ist, wenn ich das genug durchziehe und mir das die Leute effektiv abnehmen, dann kann ich irgendwie am Mittwoch, am 10 Uhr am Morgen in Gosse legen und die Leute kommen und die Hand schütteln. Das finde ich einen guten Gedanken. Wobei, ich habe trotzdem probiert, etwas aufzugeben, bis auf das hier, das ist eine kleine Ausnahme, aber ich probiere alle Situationen einzugrenzen, wo Mädchen zuschauen. Weil, kennt ihr das Sprichwort, wenn Blicke töten können? Weil Mädchen können das. Du musst einfach ein paar Mädchen haben, sie müssen ein Dude anschauen und fordernd.
Ich kann jetzt mal, wenn du zusammen mit der Kollegin im Ausgang seid, oder könnt mal hergehen, einfach ein Dude, der dort steht, und dann nehmen die drei Kolleginnen und schauen so an. Ich sage nach 10 Sekunden von irgendetwas. Die meisten Extremsportarten gibt es nur, weil es Mädchen gibt, die zuschauen. Nein, aber ich muss zwar sagen, es ist nicht mehr so. Das Balzverhalten zwischen Mann und Frau hat sich schon ein bisschen geändert. Es war lange so, dass Frauen schminken sich oder sich ein bisschen runter bewegen, sage ich mal, und Männer schlagen sich ab oder eine Stadt nieder oder so. Was ich immer ein bisschen ein Missverhältnis gefunden habe. Weil, wenn, als Frau bist du ja auch nicht happy. Es ist deine Stadt, die Helena von Troja, ist dann auch vermerkt müssen. Es, ich werde alle uns angeschaut. Also, hättest du nicht einfach ein Ja sagen beim ersten Mal, hätte das die ganze also, ist das wirklich unter deiner Würde gewesen? Aber seit es das Internet geht, hat alles ein bisschen geändert. Hat auch schon mal jemanden gern gehabt und er war bei ihm oder bei ihr daheim und hat etwas auf ihrem Laptop gesucht, das hat drei Toolbars gehabt. Keine Chance. Es ist so assi, ich meine. Es ist wirklich nicht okay, aber ich verliere sämtlichen Respekt vor eurer Persönlichkeit. Der Stephen Hawking kann mich einladen, wenn er noch so 7 Toolbars hat und Yahoo. Aber ich muss sagen, Männer haben dafür den Verlauf, also irrsinnige Schwachstelle ist der Verlauf vom Internet. Weil es ist auch nicht gut, wenn du einfach löschst, weil wenn deine Freundin sagt, ja, kannst du nicht gerade haben hier, und dann ist einfach nichts. Ein bisschen verdächtig, nicht mehr. Aber genau das habe ich nämlich, und ich möchte für eine schöne Note enden, das hat mir ein bisschen den Glauben an die Menschheit zurückgegeben, weil ich auf Yahoo Answers war. Und eine nette Madame hat dort ihre Frage gestellt. Sie hat jetzt ein Browser-Update gemacht und auf der ersten Page kommen so ganz viele Seiten, die man andrücken kann. Und ob das Verlaufseiten sind oder ob das so Werbung sind und sei noch wichtig, bevor sie mit dem Freund darüber redet. Unten dran hat sie eine Antwort gehabt und gefunden, ja, das ist normal. Bei diesem System ist das ein Bug, den viele Pornoindustrie- und Fetischseiten ausnutzen. Und glaubt ihr, es hat 800, ja, das ist die richtige Antwort gehabt. Und 800, es ist wunderschön, es ist super.